Box. Ich ziehe wieder 5, ne? 1. 2. 3. Okay, da liegt dann unten auf dem Boden 1. Das ist auch 1. Und jetzt, oh, ich habe hier, glaube ich, was abgerissen. So, 5. Oh nein. Wartet mal. Ich glaube, ich habe hier irgendwas abgerissen. Oh, scheiße. Ja, Moment. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Meine Box ist leer. Ich habe jetzt tatsächlich, Gott sei Dank, was länger gebraucht. Demnach ist das tatsächlich ein wenig stressfreier für mich und bleibe bei der Thematik vom letzten Mal, dass ich insgesamt 15 Düfte auslose. Ich hatte gerade so ein leichtes Problem mit meiner Box. Ich habe ein Doris Etikettchen, die hatte damals die Visitenkarten, abgerissen. Habe gerade noch nach diesem Duft gesucht, weil ich ja den in der Hand hatte. Habe ich aber nicht gefunden. Ich habe dann, ja, ich hoffe, dass ich das irgendwann ziehe und dann in Zukunft direkt benutzen kann oder wie auch immer. Ich fange jetzt erstmal an mit den Düften, die ich gerade da hinten rausgezogen habe. Und zwar ist das einmal von DW Home Lava. Das habe ich von der lieben, wie heißt sie, Honey Dani bekommen. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Das riecht sehr fruchtig, aber kühl dabei. Das ist tatsächlich ein Fruchtduft, der mir zusagt. Ja, seitdem ich ein bisschen abgenommen habe, rutscht das sehr. Aber ich will es noch nicht aussortieren. Dann habe ich von Duft Lovers Juicy Fruit gezogen. Klingt natürlich auch sehr fruchtig, ne? Ist allerdings so ein kleines Schweinchen. Das wird ja zu schaffen sein und wenn es im Badezimmer reinkommt. Aber das ist ein sehr schöner Duft. Erinnert mich an irgendeinen. Ja, es ist so ein Bubblegum-Duft, genau. Riecht auf jeden Fall nach Gebubblegum. Dann noch ein Duft Lovers und zwar Lilac. Ist sehr Duftlover-lastig. Und auch Yankee Candle, weil das ist nämlich die Sorte, die ich dieses Mal als Marke gezogen habe. Ja, und Lilac ist tatsächlich schön, Flieder. Mag ich. Sehr floral, schön. Dann habe ich zwei, die habe ich von der lieben Kira bekommen. Einmal Festive Cranberry. Und das klingt ja schon ein wenig nach Weihnachten. Aber hier sind ein paar, die schon ein wenig winterlich angehaucht sind. Passt natürlich gar nicht zu meinem Outfit gerade, ne? Ja, und da bin ich gespannt drauf. Riecht auf jeden Fall gut. Riecht ein bisschen so wie Cranberry Ice von Yankee Candle. Ja, finde ich zumindest. Und dann haben wir hier Yankee Candle Grapevine and Oak. Ja, riecht sehr gut. Sehr grün, mag ich. So. Jetzt mache ich mal weiter mit den Sonderdüften, wo ich gesagt habe, da ziehe ich ja auch weitere 5. Da ist Yankee Candle Tarts geworden. Zum einen habe ich den Black Cherry gezogen. Ja, und das ist ein sehr schöner Kirschduft. Ich bin gespannt, wie sehr die leicht, also für mich leichte Marzipannote rauskommt und inwiefern die überhaupt noch duften. Aber der hier scheint tatsächlich noch ein guter Duftkandidat zu sein und freue ich mich drauf. Dann habe ich Bright Lavender and Oak gezogen. Ist ja immer so eine Sache, das macht ja alles mein Zufallsgenerator. Und das ist ein schöner lavendeliger, also holziger Lavendelduft. Ja. Habe ich auch als Hauswurmer. Dann hier so ein bisschen was Winterliches und zwar den Icy Blue Spruce. Ja, und den finde ich auch sehr schön. Habe ich auch als Hauswurmer. Ein sehr frostiger Nadelwaldduft. Dann den Wild Mint, den kann man mal gut in der Küche düfteln. Wenn man mal so einen Braten oder Frikadellen macht oder sowas. Das sind so Düfte, die ja sehr schwierig aus der Küche zu entfernen sind. Ja. Ein schöner, frischer Minzduft, als würde man die Minze zwischen den Fingern zerreiben.
Mag ich auch. Viele riechen da ja Katzenpipi drin. Ich bin dann ein Kandidat, der das Gott sei Dank nicht riecht. Und zu guter Letzt haben wir hier von den Tarts den Golden Sands. Den habe ich ebenfalls als Kerze. Ja, ist ein toller, kuscheliger Duft. Wer an diesem nicht mehr rankommen kann, von Goose Creek auf Autumn Romance umsteigen, weil der sehr, sehr ähnlich ist. So, habe ich jetzt hier auf dem Tisch einen Strich gemacht. So, dann habe ich, achso, übrigens von den Yankee Candle Tarts habe ich übrigens noch 31 Tarts. Ne, 30. Ich hatte nämlich auch Peony gezogen, aber Peony habe ich nicht mehr gefunden. Den habe ich wohl nicht mehr. Demnach 30 Tarts. Jetzt habe ich USA-Milz gezogen. Da habe ich insgesamt 24 und geworden ist es nämlich ein winterlicher Duft von Sensationals, die Perfectly Pine. Und das ist wirklich ein richtig toller Nadelbaumduft. Meine Nase ist echt zu, Leute. Aber ich rieche es trotzdem sehr stark hier raus. Das ist für mich Tannenbaum pur. Ein sehr schöner Duft. Wird dann verwendet, ne? Dann Bea. Da habe ich insgesamt 31 Stück und da habe ich wieder einmal Federblau gezogen. Und da habe ich jetzt noch so ein Reststück hier drin vom letzten Mal und das wird dann jetzt einfach verdüftelt werden. Und das ist so ein schöner Darf Nivea Dupe, sage ich jetzt mal. So ein Mittelding aus beiden. Vielleicht ein Hauch frische Wäsche noch dabei. Mag ich auch. Federblau. Selbstgegossenes war dann dabei. Da habe ich in dem Fall Yankee Candle gezogen. Und zwar ist das Bay Leaf Wreath. Oder Wreath. Ich glaube, Wreath wird das ausgesprochen. Und das ist ein sehr grüner Duft. Sehr grün, aquatisch. Und ja, wird jetzt verdüftelt werden. Lange nicht mehr in der Hand gehabt, diesen Duft. Insgesamt habe ich 80 Stück. Duftlovers habe ich insgesamt 71 und da ist es der Abendtraum geworden. Von der Rückseite sieht er so aus. Und da haben wir hier so einen Fußabdruck drin. Sehr niedlich. Und ein sehr schöner Duft. Ja, ich kann euch jetzt nicht sagen, was ich so darin rieche. Auf jeden Fall was Lavendeliges und glaube ich was Fruchtiges. Und was Pudriges. Mag ich. Und zu guter Letzt ein Goose Creek Duft. Da habe ich insgesamt 27 Stück. Da darf Welcome Home dran glauben. Da habe ich ein Melt, wo eins fehlt. Ja, und das ist halt ein schöner, kuscheliger Kaschmirduft. Mag ich sehr gerne den Duft. Und wenn es mal ein bisschen kühler wird, darf er dran glauben. Und es soll ja auch jetzt ein wenig kühler werden. So. Mein Körbchen ist gefüllt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, mein Lieben. Das sind jetzt die Düfte für die nächsten Wochen oder so. Und ja, ich danke auf jeden Fall, dass ihr mit dabei wart. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao.